Silverstone steht an und für die Strecke nehme ich mir den hier, denn der sieht so ein bisschen aus wie das Shuttle aus Spaceballs von der Prinzessin, in denen die geflohen ist. Nur eben nicht in Blau, sondern in Weiß war das damals. Aber ich schaue mal hier vorher kurz, ob ich nicht beim Wetter was einstellen kann. Ich mache einmal Wetter festgelegt, zufällig. Hoffen wir mal, dass es okay ist. Und dann habe ich wenigstens meine Zufallskomponente noch drin. Die KI dürfte theoretisch jetzt dann nicht ständig in die Box reinfahren. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. Vielleicht ist ja auch einfach schönster Sonnenschein. Kennt noch jemand Spaceballs da draußen? Ich weiß nicht, ob das noch so bekannt ist. Ich mochte den total gern. Da flieht irgendwann die Prinzessin in so einem niegelnagelneuen Mercedes, ist in dem Fall. Und der sieht aber so ein ganz klein bisschen ähnlich dem Fahrzeug, was ich jetzt hier gerade fahre. Zumindest hat er auch Türen, die so Schwingtüren, die nach oben aufgehen. Und das Wetter ist ja perfekt. Ist ja Wahnsinn. Wunderschön, wunderschön. So wünscht man sich das. Boah. Holla die Waldfee. Da bricht auch die Performance ein bisschen ein. Das ist ihm dann scheinbar doch ein bisschen zu viel hier. Oh. Ja, aber das ist super. Das fühlt sich richtig gut an gerade. Kann ich hier ein bisschen abkürzen, indem ich mich innen dran vorbeidränge. Ich versuche mein Glück. So, ein schön bunt zusammengewürfeltes Feld, obwohl wir alle in der gleichen Klasse scheinbar sind, in der gleichen Leistungsklasse, gibt es da trotzdem genug Abwechslung. Sowas mag ich ja total. Den hier vorne, der hier direkt vor mir fährt, da kann ich mich noch dran erinnern, den bin ich auf der Kalifornien-Strecke gefahren, der mir dann nach und nach auseinanderfiel. Irgendwann flog dann die Motorhaube weg. Das war so cool. Zack und tschüss. Am Ende war da mehr oder weniger nur noch das Gerüst übrig. Aber trotzdem Ziellinie erreicht. Aber ich glaube, es ging auch nicht anders, denn das Fahrzeug hatte zwar optische Schäden, aber eben dann doch zum Glück nur optische Schäden angehabt. Aber ich finde, ich kämpfe mich hier gerade ganz gut nach vorne. Die Gegner sind aber auch verhältnismäßig leicht. Rundenzeit ungültig, ist doch egal. Wer am Ende den Champagner aufmacht, darauf kommt's an. Obwohl, da ist, glaube ich, noch ein ganzes Stückchen Arbeit. Oh, man sieht nichts, man sieht nichts. Jetzt sieht man wieder was. Ja, da sind noch jede Menge vor mir. Aber die fahren jetzt schon wieder in die Box. Box, Box, Box. Warum? Warum, warum? Oder war die Strecke da anders? Oh. Warum wollte er mich denn eigentlich in die Box reinholen? Hatte ich so viele Beschädigungen? Aber es fahren nicht alle rein. Der da hinten ist noch da und da vorne sind wahrscheinlich auch noch welche, die ich jetzt bloß nicht sehe. Es sei denn, ich habe mich tatsächlich vielleicht nach vorne gekämpft. Durch diese Boxenschwäche. Aber warum sind die dann hinter mir nicht reingefahren? Vielleicht haben die sich aber auch alle beschädigt, weil der Start hier zu ruppig war. Das kann durchaus sein. Wow. So, und jetzt gehe ich mal nach außen. Man will ja auch mal was vom Auto sehen. Das sieht aber echt nett aus. Machen wir das Licht an. Die Performance bricht jetzt gerade total ein. Also ich merke es richtig, es fängt so leicht an zu stottern, das ganze Spiel. Ich weiß noch nicht warum. Bis jetzt lief es in der Regel immer recht stabil. 60 Bilder waren zwar nicht immer drin, obwohl ich einen durchaus leistungsfähigen Rechner hier zu stehen habe. Aber würde ich so ein Spiel jetzt auch durchaus mal verzeihen. Aber jetzt merkt man es richtig, bricht ein bisschen die Framerate ein.
Wow, 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 das ging zu weit ins Aus. Sind die denn noch da? Ja, die sind noch da, okay. Ihr bleibt schön hinter mir. Ich glaube, ich lerne meine nicht bremsen und lenken Lektion nicht so richtig. Nee. Oder mehr bremsen. Das Ding hat aber scheinbar auch einen wahnsinnigen Wendekreis. Also, da passiert gar nichts, wenn man einlenkt. Vielleicht bin ich aber doch immer zu schnell. In den Fahrzeugen, finde ich, merkt man es manchmal gar nicht so richtig, was für eine Geschwindigkeit man drauf hat. Wo ich es immer ein bisschen irritierend fand in den Profi-Rennspielen, wie wenig die Fahrzeuge einlenken, aber das ist wahrscheinlich auch einfach eine falsche Wahrnehmung aus irgendwelchen Arcade-Rennspielen, wo die Dinger auch mit hohen Geschwindigkeiten noch problemlos in die Kurve reingehen und wo nicht viel mit Bremsen ist, und hier läuft es dann eben doch ganz schön anders eigentlich. Was, wie ich mal tippe, deutlich realistischer ist, zumindest kennt man es so aus dem Fernsehen. Da sieht es ja teilweise aus, als würden die Formel-1-Wagen vor der Kurve zum Stehen kommen und dann einlenken. Ich glaube, wenn man drin sitzt, ist das dann trotzdem immer noch ganz schön flott. Nur aus der Kamera heraus sieht es dann meistens eher ganz schön langsam aus. Aber auch einer der Gründe, warum ich das Zuschauen bei Formel 1 nicht so spannend finde. Ich finde, man kriegt das Geschwindigkeitsgefühl in den Übertragungen nicht gut mit. Ist ein bisschen schade. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass die Strecken so breit sind und so viel Platz anbieten. In Monaco ist es ein bisschen anders, da ist alles schön eng, da merkt man richtig, wie schnell das Fahrzeug ist, aber ich zum Beispiel, ich gucke deshalb gerne Rallye, weil die immer auf so wahnsinnig engen Strecken fahren und man merkt richtig, wie schnell das dann ist, weil eben alles so irre nah am Fahrzeug vorbei huscht. Aber hier mit dem ganzen Platz, da fehlen die Verhältnisse so ein bisschen. Wo die am Ende dann doch viel schneller fahren. Boah, ich fahre einen Scheiß zusammen. Ich würde das schon gerne auch mal auf einem. Das würde ich auch schon gerne mal echt fahren. Also. Einfach mal, um so ein bisschen Gefühl zu kriegen, wie ist es eigentlich mit einem schnellen Auto zu fahren. Jetzt muss ich schon wieder lenken, weil sonst ist es viel zu spät. Also im Bremsen lenken. Mist. Ich muss mich einfach mal dazu zwingen, dieses Bremsen und Lenken tatsächlich getrennt voneinander zu machen. Das ist echt schwerer gesagt als getan. Aber trotzdem gewonnen. Allerdings auch nur wegen der KI. Warum fährt die denn ständig in die Box rein? Was soll denn das? Naja, mal sehen. Mal sehen, ob es das auf der nächsten Strecke auch wieder macht und was man da fahren kann. Dann in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.